Sag mal, kannst du nicht woanders auftauchen als hier? Nun verschwende, ich bin dran. Oder müsst ihr hier ständig rumschwören wie die letzten Geister? Ach nee, ihr seid ja Geister. Davon ist es auf. Sehr schön. Wir haben ganz kleine Päckchen gekriegt von unserem Sponsor, aber wir haben noch gar keine Ahnung, was da eigentlich drin ist. Sieht man mich, wenn ich so runtergehe noch oder nicht mehr? Nein, man sieht dich nicht mehr. Ach, das ist doch Dresden mit dem Stuhl. Immer eine Stimme. Ja, wir haben ein kleines Päckchen gekriegt von unserem Sponsor Thomas, aber wir wissen überhaupt noch nicht, was da drin ist und wir haben auch gar keine Ahnung, wer das Ding ist. Und ich weiß, okay, das ist jetzt schwer zu sehen, aber es ist sehr leicht und sehr klein und hat schon ein paar Interessenten gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Und nicht nur die Geister hier, sondern auch wir. Ich habe jetzt meinen Geigerzähler nicht dabei, aber ich hoffe einfach mal, dass nichts Strahlendes drin steckt. Und ich habe ein wunderschönes Beil. Es geht da wieder mit Rabia. Ich meine, normalerweise nicht, das bin ich doch derjenige, der die Verpackung zerfetzt. Nein, heute bin ich's. Den Arm brauche ich noch. Der hat Geld gekostet. So brauche ich Gewalt. Wusste schon der olle Goethe. Ich hätte ja auch einen Amboss nehmen können. Vorsicht, du machst das Innere kaputt. Doch. So, und jetzt. Oh! Alter Schalterverwalter. Wow, da sind Männer drin. Zwischenspenderollen. Ja, die hat Thomas mal angekündigt, dass sie gebraucht sind. Ja, das war ja nichts. Trotzdem. Dass sie gebraucht sind für unsere Anhänger. Wow. Für unsere schönen Longboard-Anhänger, die wir benötigen. Ja. Ja, das werde ich mal. Bin ich doch, oder nicht? Nein, jetzt nicht. Jetzt. Oh, wir haben Mitbewohner. Oh. Spinnennetze. Macht nichts. Kinderräder. Hier ist noch ein schönes. Super. Geile Lager. Oh ja. Und es läuft und läuft und läuft. Ja. Die sind schön. Ich weiß, die sind zwar für einen Anhänger, aber ich nein, die mit Sicherheit für mal unter irgendein Brett knallen. Aber die sind erstmal für unsere Anhänger gedacht. Ja, sind sie, aber. Halt mal fest, da ist noch mehr. Ich habe so ein paar Ideen. Du kannst einfach mehr festhalten. Noch einmal. Ich leg das mal ab. Wow! Oh ja! Das ist jetzt wieder richtig interessant. Tatsächlich. Wow! Das ist ein Anhänger. Das ist ein Top Through erstmal. Das ist ein richtig geiler Anhänger. Aber da kannst du richtig die fetten Rollen dran schrauben. Ja. Und vor allen Dingen wäre das ein richtig schöner Anhänger. Das wäre ein richtig geiler Anhänger. Das verstehe ich auch. Lass mal los. Das wäre der richtige Anhänger für uns. Auch mal hier. Wow. Guck dir mal das hier an. Wow. Das ist ja Weihnachten und Ostern auf einmal. Das ist ja was Geiles. Also, das ist doch wirklich was Geiles, oder? Das hier ist doch mal eine Lenkung. Guck dir mal das hier an. Oh ja, wow. Ah, cool, haben wir doch was. Und was ist das für ein Gefühl, da draußen zu stehen? Ich rolle immer wieder aus dem Bild raus. Weil der Boden so schäppt. Ja, das ist nicht mein Problem. Ja, doch, ist es. Aber das Gefühl ist nicht schlecht, ne? Ja, auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an Albert vom Flex her. Wow. Die Lenkung ist
bitte sehr. Ja, ich möchte es nicht essen, ich bin auch satt. Danke. So. Ja, sind wir mal. Ah, hier ist bestimmt noch ein bisschen Haar. Oh, guck mal, wie viel ich habe hier. Oh, noch mal ein Satz Rolle. Geil. Ja, genau. Spacer und ein paar Ersatzgummis, Radmuttern. Schön. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelcher Zettel. Das ist ein Audio-CD-Katalog. Quellen-Selbsthilfe. Noch ein Gutschein. Anstrim. Schmeiß fort. Das war deine Schuld. Ja, klar. Dream on. Sehr schön. Dann haben wir noch gebraucht. Oh. Wow. Und nochmal 16 Kuchenlager. Geil. Wow. Und ein Stickerchen haben wir auch noch. Und hier passiert eigentlich gar nichts. Hier kann ich vorwärts und rückwärts drüber rollen, ohne dass sich irgendwas umfällt. Oh, lösche das Licht, Sterblicher. Das ist viel zu hell hier. Er ist ein Geist. Nein, ich bin ein Vampir, wenn ich bitten darf. Oh. So, das ist... Ja, also für dieses Jahr... War es das jetzt? Wir verabschieden uns. Mit diesem etwas verspäteten Weihnachtsgeschenk, Oster, Geburtstag, alles auf einmal. Geschenk. Das ist... Wir werden es nachher zusammenschrauben und sobald es fertig ist, alles, werden wir das Video hochladen. Und vielleicht gibt es, mal gucken, vielleicht gibt es morgen Abend noch was von Silvester. Bisschen, wir haben so ein bisschen was und das möchten wir gerne loswerden. Mhm. Also das wird Marschen werden, was wir haben. Und wir bedanken uns erstmal fürs Zuschauen. Wünscht euch alle ein frohes neues Jahr. Nicht so viel, schießt kein Feuerwerkskörper auf Lebewesen. Und lasst die Finger vom Blitzknall setzen. Außer ihr habt eine ordentlich lange Zündschnur dafür. Und passt bitte auf, Rebdächer auf und macht es nicht in Naturschutzgebieten. Und bitte nicht in Altstädten mit Fachwerkbebauung. Genau, und bitte verwendet keine Polenböller. Ihr habt nur einmal 10 gesunde Finger. Jo. Ja. Da war's. Das war's. Und jetzt bauen wir zusammen. Jetzt bauen wir zusammen. Subscribe us. Do not forget to subscribe. Come skateboarding with us.